Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video ist es endlich soweit, denn heute möchte ich euch gerne den neuen Kirschduft von mir vorstellen und euch alle Fragen, die euch eben quälen, rund um das ganze Release, die verschiedenen Events, die geplant sind und natürlich, wann ihr das Teil endlich in den Händen halten könnt, beantworten. Und ja, ich lese natürlich die ganzen Fragen, die jetzt kommen und ich weiß auch, dass einige Leute das Teil wirklich sehnsüchtig erwarten und deshalb freue ich mich sehr, dass ich verkünden kann, dass wir wirklich kurz davor sind, das Teil endlich auszuliefern. So, jetzt kommen wir aber erstmal dazu. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich tatsächlich von dem Karton noch ein bisschen was fotografieren muss für die Website. Aber wir haben hier auf der einen Seite natürlich UD31, den kennt ihr schon. Und das ist jetzt eben der neue Cherry X. Ihr seht, die Umverpackung ist in einem ähnlichen Design, dieses Mal aber in Rot, auch mit goldenen Akzenten. Und genau, das ist eben eigentlich alles, was es dazu zu wissen gibt. Es gibt ein paar kleinere Upgrades, sage ich jetzt mal, dass nämlich nicht mehr diese Sticker hier unten drauf sind, sondern das Ganze da drauf gedruckt ist. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich aber sehr, sehr zufrieden damit. Wie gesagt, diesen Duft hier muss ich gleich noch fotografieren, deshalb der ist auf jeden Fall auch noch unbenutzt. Aber wenn ihr euch mal den Flakon anschauen wollt, ich habe hier noch so ein sogenanntes, eine sogenannte Riechprobe, ja, steht auch hinten nochmal drauf. Und das ist eben dann das gesamte Flakon-Design. Ihr werdet sehen, dass sich an dem gesamten Umverpackungsthema nicht wirklich viel verändert hat. Das heißt, ihr bekommt sowohl hier als auch bei dem 370-Euro-Produkt UD31 denselben Flakon, also richtig schweren Glasflakon mit dieser schweren Kappe, was sehr vielen von euch so positiv aufgefallen ist, mit der Metallplakette und eben allem drum und dran. Und übrigens diesen Duft hier auch, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, natürlich auch in 30% Extrait de Parfum-Konzentration. Denjenigen unter euch, die besonders genau aufpassen, wird auch auffallen, dass der Flakon sich ein bisschen anders anfühlt als der von UD31. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das hier vielleicht noch der alte Flakon ist, muss ich gerade mal gucken. Ich meine aber schon. Denn tatsächlich haben wir ein bisschen was verändert, was die Flakonqualität angeht. Denn ja, vielleicht sieht man es auch so im direkten Vergleich. Der alte UD31 ist ein bisschen eckiger und der neue Flakon hat etwas abgerundetere Ecken. Vom Format her absolut gleich, also die gleichen Abmessungen. Aber das ist eben ja das, was hier tatsächlich jetzt nochmal verändert wurde. So, jetzt geht es natürlich auch um die Frage, die euch alle erwartet. Wann kommt das Ding raus? Wann wird es endlich verschickt? Ich kann sagen, ganz im Gegensatz zu dem ersten Release UD31, was sich ja über ein Jahr hingezogen hat, bin ich wirklich sehr, sehr glücklich und musste auch wirklich mal hier auf Holz klopfen, dass wir komplett im Zeitplan drin sind. Also tatsächlich die gesamte Produktion jetzt auch schon fast über die Bühne ist und fertig ist. Wir haben die Zertifizierung schon und deshalb müsst ihr euch auch nicht mehr lange gedulden, ehe das Produkt ausgeliefert wird. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich schrecke stark davor zurück, ein konkretes Datum zu nennen, wann das Ding ausgeliefert wird, weil einfach ich gelernt habe, dass die Leute einen dann drauf festnageln und dann umso enttäuschter sind, wenn man dieses Datum nicht einhalten kann aus irgendeinem Grund. Das heißt, ihr müsst euch einfach damit gedulden, dass das im Laufe des Monats verschickt wird, sowohl an euch als auch an die Parfümerien. Was für mich persönlich noch ganz besonders wichtig ist, hier auch nochmal die verschiedenen Rahmendaten. Es sind 220 Euro für 50 Milliliter von diesem Parfum. Es ist echtes Oud mit enthalten. Es ist ein Lederakkord, es ist Kirsche mit drin, es ist Safran, Weihrauch und Cognac mit enthalten und dementsprechend ja auf jeden Fall ein sehr, sehr potentes Tröpfchen, was auch, finde ich, haltbarkeitsmäßig sehr, sehr gut ist. Natürlich nicht so absurd stark wie UD31, weil der war wirklich komplett gestört, aber der hier hält auf jeden Fall auch auf meiner Haut zumindest 10, 12, 14 Stunden durch, wenn nicht sogar noch länger und ist in der Regel auch ein Duft, der den Leuten wirklich sehr, sehr gut gefällt. Also während die bei UD31 immer noch so ein bisschen vorsichtig waren mit ihrem Feedback, ist es hier eigentlich so, dass den alle total feiern und geisteskrank gut finden und auch direkt haben wollen. Das heißt, wenn ihr Kirschdüfte mögt oder ihr mögt diese fruchtigen Düfte, glaube ich, dass ihr hiermit sehr, sehr gut bedient seid. Und ja, der Fairness halber habe ich jetzt den Preis natürlich angepasst. Das heißt, die Vorbestellerphase ist vorbei. Alle Vorbesteller bekommen einen nummerierten Flakon, der sich darin unterscheidet, dass hier unten auf dem Label, was hier dann drauf sein wird, was hier nicht drauf ist, weil das nur eine Riechprobe ist, aber hier wird natürlich so ein Etikett drauf sein mit den ganzen Ingredienzien und sowas. Und da wird eben bei den limitierten Leuten auch nochmal die sogenannte Nummer eingetragen. Wenn ihr euch das Ganze bestellen möchtet,
könnt ihr das natürlich gerne sowohl auf meiner Website als auch bei den Parfümerien tun. Und damit kommen wir dann abschließend noch zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich zu den verschiedenen Events, die wir oder die ich in den Parfümerien machen werde, mit den Parfümerien gemeinsam. Wir fangen an mit der Parfümerie Heudorf am 11. April. Dort werde ich von 12 bis 18 Uhr zu Gast sein und euch zu euren Düften beraten, aber natürlich auch dieses Schätzchen hier zeigen. Dann eine Woche später, am 18.04. sind wir bei der Parfümerie Miller in Regensburg und da werde ich dann eben auch ab 16 Uhr, ungefähr 16, 17 Uhr vor Ort sein und auch so einen kleinen Duftabend mit begleiten. Diesen Duftabend werden wir übrigens auch auf Twitch streamen. Ja, das schon mal vielleicht an dieser Stelle als Ankündigung, dass wir einen Stream aus der Parfümerie heraus machen zu einer brandneuen Marke, die es jetzt bei denen auch in Regensburg gibt. Deshalb schaut auf jeden Fall gerne vorbei, wenn ihr an diesem Duftabend teilnehmen möchtet. Und genau, wenn ihr in Regensburg seid oder Umgebung, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann auch in der Parfümerie sehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Parfümerie Heudorf, die ja für Stuttgart einfach so mein Place to be sind. Deshalb kommt auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, immer am Nachmittag funktioniert das Ganze am besten und ich freue mich darauf, euch zu sehen. Und weitere Termine bei Brückner in Berlin, in Hamburg und so werde ich dann natürlich auch noch entsprechend ankündigen. Ich gehe aber stark davon aus, dass das erst im Mai der Fall sein wird, weil ich einfach aktuell auch gerade zeitlich sehr viel unterwegs bin. Gut, das ist aber zumindest schon mal alles, was ich euch sagen wollte. Ich bin extrem stolz darauf, dass das Ding endlich live geht. Und ich denke, ich freue mich mindestens so wie ihr darüber, dass es endlich fertig ist. Wie gesagt, nochmal so die wichtigsten Worte an dieser Stelle. Wir sind gerade in den letzten Zügen der Produktion. Das heißt, bitte jetzt nicht irgendwie jede Woche schreiben, wann kommt das Ding. Ich bitte da auch noch ein bisschen um Geduld. Wir müssen das einfach auch jetzt entsprechend über die Bühne bringen, dass es dann auch verschickt wird. Aber das Ganze ist absehbar. Und deshalb wird es eben in absehbarer Zeit dann auch an euch rausgehen. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für euren grandiosen Support, was das Ganze angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dieses Teil hier feiern werdet. Und genau, das war soweit alles, was ich zu dem brandneuen Duft Cherry X sagen kann. Das war's soweit mit diesem Video. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Seid mit dabei bei den Meet and Greets oder digital auf Twitch oder ja, schaut euch das Teil einfach dann auch nochmal persönlich an. Übrigens, die Parfumo-Listung wird dann auch zeitnah erfolgen, sobald ich eben alle Daten tatsächlich beisammen habe. Das hatten wir bei U31 auch schon so gemacht, weil es da eben auch ja, einiges an Missbrauch, sage ich jetzt mal, gab, was das Bewertungsfeature anging. Und um da einfach die Spielfläche so rein wie möglich zu halten und von Trollen fernzuhalten, ist es einfach so, dass ja, das jetzt im Grunde genommen alles nur passiert, wenn ich die Daten auch schicke. Das war's heute mit diesem Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.